Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Viva mit mir, dem Leo. So, es wurde häufiger verlangt, dass wir ein paar Flugzeuge bauen bzw. in Flughafen investieren. Und das werden wir jetzt auch angehen. Und zwar werden wir dafür hier das hier abreißen. Aus toller Gründen müssen wir das so tun. Das hier kommt auch weg. Und dann kommt hierhin unser Flughafen. Hier so hin kommt da, genau hier so hin. Jo, ich hatte es eigentlich so schon fast perfekt gehabt. Konnte man nicht irgendwie langsamer drehen mit Shift N oder so? Genau, so. Tipp, hier haben wir einen Flughafen. Natürlich müssen wir die Linie jetzt wieder vervollständigen, sonst gibt es Schimpfe. Wieder vervollständigt. Wunderbar. Okay, so, dann müssen wir uns überlegen, wo wir noch einen weiteren Flughafen bauen. Also ich würde ja gerne hier einen hinbauen, nach Hornow, aber da haben wir schon eigentlich eine Verbindung hin. Das macht eigentlich wenig Sinn. Flachheim würde eigentlich auch gehen. Gucken wir mal. Kollisionendeck, gut, das könnte ich abreißen. Was ist denn das für eine Straße? Ist das so eine Straße? So, ich kann die Zeit ein bisschen langsam weiterlaufen lassen. So. So ungefähr, ne? Ein bisschen näher dran. Das heißt, wenn die Stadt sich ausbaut in diese Richtung, kriegen wir hier auf jeden Fall auch neue Passagiere, würde ich sagen. Okay. Dann haben wir ein Flachheim nach Eschenthal. Ja, müsste das sein. Okay. Dann machen wir eine neue Linie. Von da nach da. Sehr gut. Und die Linie nennt sich von Eschenthal Flachheim oder irgendwie so. Dass wir ungefähr wissen, wo was irgendwie. Dann gucken wir mal, da gab es ein Flugzeug zu kaufen. Das hier, 23. Ja. Ich würde erst so sagen, wir fangen erstmal mit einem etwas kleineren Flugzeug an und danach holen wir uns das andere. Okay, Linie zuweisen. Diese hier, bitte. Und dann geht's los. Da fliegt unser erstes Flugzeug los. Bin ich ja mal gespannt gleich. Und dann könnten wir uns eventuell irgendwo noch einen weiteren. Ich würde hier gerne noch einen Flughafen bauen, aber hier einen Flughafen zu bauen ist nicht möglich, weil da ein riesen Berg ist und der halt ja das nicht mag, wenn man ihn gerade macht. Sagt er, 6 Millionen für einen Flughafen ist ein bisschen viel für meinen Geschmack. Hier sind es Kollisionen. 3 Millionen für den Flughafen, okay. Ja, 3 Millionen ist auch schon wieder sehr zu viel. Sehr viel zu viel ist das sogar. Nicht nur ein bisschen viel zu viel, sondern sehr viel zu viel. Okay, Freunde. So, was macht eigentlich unser Steinzug hier? Mhm. Schickt erstes Flugzeug auf die Linie. Ja, hat er gemacht, hat da gemacht. So, Stahl liegt hier. Finde ich wunderbar. Wo sind unsere Stahlzüge? Du bringst Energie, ne? Du bist ein guter Zug. Du bringst, was tust du denn? Du tust gar nichts bringen. Wieso? Okay. Wieso haben wir hier nichts mehr nach Eschenthal, Freunde? Nach Nürnberg. Doch, da sind doch Sachen. Wieso fährst du nur dann leer, bitte? Und er fährt auch leer nach Eschenthal. Okay. Ja,
Da ist doch schon wieder irgendein Problem mit irgendwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Hundertprozentig ist da wieder irgendein Problem mit irgendwas. Das ist doch schon wieder sehr merkwürdig. Oder weil ich generell irgendwie hier umgebaut habe. Ah, der wendet gerade. Deswegen haben die alle Probleme mit irgendwas. Okay. Und deswegen mache ich auch Verluste des Todes gerade. Aber, okay, gucken wir uns mal kurz die Linie an. Maschine nach Nürnberg. Nur diese eine Linie. Genau, du fährst da lang, da lang, da lang. Du fährst da lang, dann fährst du hier rein. Fährst auf die andere Spur wieder drauf. Und fährst da lang, da lang, da lang, da lang. Und fährst hier so durch. Also vom Prinzip her ist das schon richtig, so wie das da ist. Wie das da ist. So, Stahl ist hier auch jede Menge da. Und was kommt jetzt? Warten auf freie Wege. Okay. Was bist du für einer? Wieso sind denn die beiden Stahlzüge quasi direkt hintereinander? Das ist auch scheiße. Sehr, sehr merkwürdig vor allem. Okay, gut, der fährt jetzt wieder dahin. Du fährst. Du weißt ja nicht genau, ne? Du bringst Lebensmittel nach Eschental, okay. Du holst, du hast Ziegel gebracht, okay, Baumaterialien. Ah, hier sind immer noch keine Personen. Naja, das Flugzeug wird halt Verlust machen, das ist aber uns erstmal egal, würde ich sagen. Okay, der hat jetzt hier die ersten Lebensmittel hingebracht. Wunderbar. Und der ist gerade da oben angekommen. Sich am Voll zu beladen. Ja, fein. Also das funktioniert mit den Lebensmitteln schon mal sehr, sehr gut. Das freut mich. Mit dem Flughafen funktioniert das noch nicht so gut, aber das dauert halt auch immer ein bisschen, bis es losgeht, ne? Das dauert auch immer ein bisschen. Also kein nicht verzagen. Was bist du für einer? Du bist der Lebensmittel nach Eschen-Typ, okay. Du bist der Maschinen nach Nürnberg-Typ, okay. Und du bist der Maschinen nach Eschen-Typ, müsstest du sein. Na gut, der hat auch wieder Maschinen dabei. Das funktioniert also wieder. Da kommt Stahl. Und das wird auch wieder produziert. So, was haben wir jetzt hier? Du holst gerade nach Nürnberg-Maschinen ab, ne? Wenn ich das richtig sehe. Lass mal kurz was checken. Hier, Säge nach Fahrzeuge. Fahrzeugersatz. Ja, dann dachte ich mir so, dass das noch auf 25% steht. Und hier steht bestimmt alles noch auf 25%. Ja. Steckt nie Glück. Einen neuen LKW gab es nicht, ne? Einen besseren gab es noch nicht, okay. So, hier. Gab es hier noch irgendwas? Fahrzeugersatz. 125 bitte. Okay. Ja, das Upgraden des Schienens ist scheinbar noch leicht verbuggt, weil dann die Züge irgendwie ganz, ganz merkwürdige Runden drehen immer. Ich finde das sehr merkwürdig. Aber vom Prinzip her sollte das eigentlich kein Problem sein. Also, wenn sie einmal sich dann wieder eingefangen haben, dann sollte das auch wieder laufen, sollte das wieder. Bringt er eigentlich immer genug Steine mit? Also hat er
Lohnt es sich noch einen zweiten Steinezug vielleicht gleich einzusetzen? Könnte nämlich nach Nürnberg und nach Kulow ein bisschen. Aber bei der Kulow ist die Industrie so scheiße verteilt. Okay, ich möchte das upgraden bitte hier. Bau nicht möglich, okay. Kann ich nicht upgraden. Aber kann ich dann hier. Kann ich schrittweise das upgraden? Ja, schrittweise kann ich das upgraden. Extra große Straße, was ist. Wow, es gibt eine extra große Straße. Sechsspurig, okay. Ich will das haben. Kann ich das bei mir auch, bei meiner Hauptstraße hier ausbauen? Extra groß? Gucken wir mal. Busspur, Tramgleis, nein. Hier. Hä? Was? Nein, ich möchte upgraden. Also hier würde das gehen, hier. Okay. Kollision nicht möglich. Okay. Machen wir alles sechsspurig hier. Schade, hier geht es dann nicht mehr. Ich glaube, hier geht nicht mal. Na doch, das geht noch. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber trotzdem stehen hier die ganze Zeit. Und das hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Mal überhaupt nichts gebracht. Na gell. Egal. So. Hast du mittlerweile vielleicht einen Passagier schon? Und immer noch keinen einzigen, okay. Das ist merkwürdig. Wieso will keiner nach dahin fliegen? Seid ihr doof? Okay. Ich würde aber sagen, wir investieren noch ein bisschen hier in LKWs jetzt ein bisschen. LKWs, große LKW-Station mit vier großen Laderampen. Ja, nehmen wir die große hier. So, okay, in der Stadt reicht uns jeweils immer eine kleine. Drei Gebäude werden abgerissen. Ärgerlich. Wenn ich dahin baue. Ich will ja eigentlich nur zur Industrie. Eigentlich kann man ja offen ehrlich sagen, will ich ja nur zur Industrie fahren. So, neue Linie. Und da. Ach, da. Und das sind dann Ziegel tun, recht. Zapp. Dann brauchen wir noch ein Fahrzeugdepot hier. Dann sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück? Ja, erstmal 5, dann würde ich sagen. Ziegel nach Nürnberg. Und dann gucken wir mal weiter. Okay. Und nach hier könnten wir auch was hinbringen. Mit 5 Fahrzeugen. Vom Prinzip her könnten wir das eigentlich machen. Kostet uns fast gar nichts, weil die Straßen sind ja schon alle da.
zwei Gebäude entfernt und ich habe fast die gesamte Industrie dabei. Machen wir das. So. Neue Linie. Von da nach da runter. Ist das Ziegel? Du Kolov. Okay. Und 2, 3, 4, 5. Und los geht's. Alles klar, Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.